Eine sprechende Eselin. Nein, wirklich, sowas kennen wir doch nur aus Geschichten, aus Filmen, aber doch nicht in unserer Realität. Es sei denn, sie gehört zu den 10 Wundern, die von Gott am 6. Tag der Schöpfungsgeschichte erschaffen wurde, wie die Mishnah in den Sprüchen der Väter Pirkei Avot im 5. Kapitel erzählt. Es geht hier um die sprechende Eselin, die in unserem Wochenabschnitt zu Bilam redet, der auf dem Wege ist, das jüdische Volk zu verfluchen. Ein großes Wunder geschieht. Eine Eselin beginnt zu sprechen. Ein Wunder, das schon seit der Schöpfungsgeschichte harrt. Und trotzdem, so stellt der Meschech Chochma die Frage, war dieses Wunder eigentlich völlig überflüssig? Es hat nichts bewirkt. Bilam hat seinen Weg am Ende doch fortgesetzt und versuchte weiterhin das jüdische Volk zu verfluchen. Wozu war es also gedacht, dieses große Wunder? Die Kommentatoren weisen darauf hin, dass Gott hier Bilam einen Hinweis geben wollte und sagen wollte, setz den Weg nicht fort. Genauso wie er den Engel schickte, der mit ausgestrecktem Schwert sich schließlich offenbarte, furchterregend. Doch Rashi sagt zur Stelle, das war in Wirklichkeit Malach Shel Rachamim, ein Engel des Erbarmens, denn er meinte es gut mit Bilam. Und so auch Gott selber, der Bilam am Anfang sagte, geh nicht hin, versuch nicht dieses Volk zu verfluchen, denn es ist ein gesegnetes Volk. Aber über den göttlichen Hinweis hinaus lernen wir von diesem Wunder noch etwas Großartiges. Nämlich etwas, das größer ist als das Wunder und größer ist als der Hinweis, das ist die Willensfreiheit. Obwohl Gott alles unternahm, um Bilam mitzuteilen, dein Weg ist kein guter, er wird an einen schlechten Weg führen, aber Bilam hatte immer die Möglichkeit, weiterhin seine Wahl zu treffen, seine Entscheidung und seinen Weg fortzusetzen. Auch wenn ihn dieser Weg ins Verderben führte, aber die Willensfreiheit wurde ihm zu keinem Moment genommen. Und das zeigt uns, welche große Kraft wir besitzen, welche Fähigkeit, aber auch wie vorsichtig wir damit umgehen sollen, auf die Hinweise achten und unsere Willensfreiheiten stets zum Guten einzusetzen. Hätte Bilam diese Hinweise wahrgenommen, seine Willensfreiheit besser eingesetzt, dann wäre sein Weg vielleicht auch besser zu einem besseren Ende gelangt. Shabbat Shalom und alles Gute.